So, willkommen zurück zu Bioshock Remastered für den PC. So, jetzt haben wir das ganze Zeug da eingesammelt und jetzt bringen wir den Lazarus-Vektor im Umlauf. Du hast den Lazarus-Vektor hergestellt. Jetzt musst du ihn in den Befürchter in Langfords Büro einsetzen, der ihn über Arcadias Belüftungssystem zirkulieren wird. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Und dann wirst du einfach einschlafen. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Schön, dass er mich schon fast gekillt hat, ey. Alter, 10 Dollar habe ich da, kann ich nicht mal einen Verbandskasten holen. Ach, ist das scheiße. Der hat mir neu gefehlt, ey. Oh, ist das belastend. Du kleiner Stricher, ey. Oh, mal den Scheißdreck erstmal eingesetzt hier. Den Laden mal dicht. Ich habe dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Alles klar, danke schön. Hast du die Tür geschlossen? Gut, das wird uns etwas Zeit verschaffen. Boah, jetzt geht das ab, ey. Diese kleinen Mistsäcke, ey. Nee, nicht laden. Alter. Verschwinde, ey. Na, kommt her, ey. Aber dann haben wir hier noch eine Genbank, die bringt uns ja nichts. Eine Schrot brauchen wir. Ja, wenn du Geld hast. Ja, kommt her. Mach euch alle fertig. Schau mal, wir können noch mal eine Stufe höher gehen mit dem Audio.
Oder drei muss dann auf jeden Fall reichen. Ich mache euch alle fertig. Eine Weile. Komm, wo ist er? Ich mach euch alle kalt. Boah, heftig. Ja, zum Glück hilft er mir ein bisschen. Boah, Alter. Oh, nachladen, Dings nehmen. Oh, Mann. Heftig, Alter. Ja, ist doch schön. Ist ja krass, ey. Krass, ey. Was war das? Ist der Vektor fertig? Auf was wartest du? Drück den verdammten Schalter! Ja, ja, ey, bitte mal ruhig, ey. Das, was ist hier los, ey? Setze den Lazarus-Vektor ein. Atme tief durch und genieße es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taukugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Was, ey? Ah, haben wir geschafft, Gott sei Dank, ey. Boah, so eine Schlampe hier, ey, da. Alter, wo ist die? Komm her. Ah, fuck. Endlich, ey. Alter, schon halb tot wieder. Oh, du Arsch, Alter.
Das gibt's doch gar nicht, ey. Weg, wegpusten, Alter, wenn er nochmal in die Nähe kommt hier. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Hört nicht zum ersten Mal. Ab nach Fort Frolic. Los geht's. Ah, herrlich. Naja, bevor wir hier weitermachen, machen wir hier erstmal Stopp und machen in der nächsten Runde weiter. Also bis dann.